Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserer kleinen Let's-Test-Reihe von Just Cause 4. Ich wollte gerade 3 sagen, aus der Gewohnheit heraus. Das haben wir auch Ewigkeiten gespielt, hat ja auch Ewigkeiten Spaß gemacht. So, komme ich da? Her! Kriegen wir das so hin? Ja, guck mal. Ich habe in der letzten Folge gedacht, das wird dauern, bis wir hier landen, ohne das Flugzeug. Aber das mit dem Landen klappt ja gut. Oh. Licor vivo. Javi Huerta? Hast du alles bekommen? Ja, dein Versteck ist vorerst sicher. Willst du nicht die Waffe weglegen? Das ist keine Waffe, Señor Rodriguez. Das ist ein Relikt. Eine Figur von Otto Rongo. 16. Jahrhundert. Und damit wolltest du mich schlagen? Schlagen? Ich wollte weglaufen. Um sie zu beschützen. Sie ist sehr wertvoll. Ja, die schwarze Hand war sehr interessiert an deiner Sammlung. Ja, nun, die Wahrheit ist eine mächtige Waffe. Oscar Espinosa befürchtet, ich setze sie gegen ihn ein. Und du glaubst wirklich, dass das Zeug in Otto Rongos Grab mir hilft, Espinosa zu erledigen? Erledigen? Vielleicht nicht. Diskreditieren. Mit Gewissheit. Und das ist Otto Rongos Grab? Nicht doch. Das ist nur das Grab seines Dieners Sumac. Aber ich komme hier gerade nicht weiter ohne meinen Zugmotor. Hast du ihn dabei? Verstehe. Also gut. Legen wir los. Der ist Archäologe, aber der versteht das sofort. Der weiße Rico zeigt auf seinen Arm, alles klar, der hat der Zugmodus. Ziehe am uralten Hebel. Wo ist denn der uralte Hebel? Da unten. Hat sogar ein uraltes Hebelsymbol. Ja, wie werde ich denn immer rumgeschickt, Freunde, Mann, ey. Nein, falsche. Uah. Da macht den einfach zu. Oh nein, der Wind bringt mich nach oben hier. Risiko! Dieses Objekt ist der Grund, wieso wir einen Zugmotor brauchen, Rico. Ich glaube, es ist irgendwie mit der unterirdischen Maschine verbunden. Okay. Da haben wir aber damals schon krasse Sachen erfunden. Diese Drecktextur, ne? Die sieht irgendwie aus wie so eine serbische Bohnenpfanne. Okay, pass auf. Ich mach mal ganz kurz, Benutze den Motor, um an dem Ding zu ziehen. Ja, ja. Gut, das war dann wohl das Falsche. So, nehmen wir mal das hier. Achso, ich sollte vorher nochmal wechseln. Ach, mit Z muss ich da jetzt... Hä? Mit Z wechselt aber nicht. Y. Steht Z, aber ich muss Y drücken. Okay. Das klang nach... irgendwas. Ich sehe was. Ein riesiger Kopf. Rico, folge ihm. Ich weiß jetzt schon, was das für ein Tag werden wird. Folge ihm? Persönlichkeit. Hm. Vielleicht schauen wir gerade in Sumacs Gesicht. Das ist aber nicht sehr schön. Javi, der große Typ und ich sind unten in der Höhle. Was siehst du? Kühe. Im Boden ist ein Mechanismus eingelassen. Hat etwa dieselbe Größe wie der Kopf. Das ist ein riesiges Schloss, Rico. Und der Uma ist der Schlüssel. Kannst du ihn irgendwie mit dem Motor zum Mechanismus schaffen? Ja. Warum nicht? Bin fast sicher, dass es klappt. Irgendwas ist passiert. Eine Tür hat sich geöffnet. Das muss das innere Heiligtum sein. Dort schläft Sumac für alle Zeiten. Bitte, Rico. Naja, ist ja dunkel. Da ist ein menschlicher Schädel mit einer Kerze drin. Zünde sie an.
und sei auf alles vorbereitet. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Da steht etwas an der Wand. Und begraben. Es bleiben nur noch 5 Betten. Kannst du damit was anfangen? Nein. Klingt, als wäre es eine Zeile aus einem längeren Text. Es muss noch mehr geben. Wenn wir damit Espinosa schaden können, bin ich dabei. Gut. Bei anderen, die Otorongo nahestanden, wird es vermutlich andere Zeilen geben. Du solltest dir die Gräber seiner Familie und seiner Berater ansehen. Ich halte die Augen offen. Gut. Hilf Yavi, die Wahrheit aufzudecken. Such und öffne die Geheimgräber von Otorongo. Ich finde den Namen so geil. Von Otorongos Familie und Beratern. Finde die alten Statuen und folge ihnen, um Yavi zu helfen, mehr über Solis in der Zeit vor den Espinosas zu erfahren. Hilfst du Yavi und seinen Kollegen, erhältst du Mod-Punkte, mit denen du Zugmotor-Mods von den Endarken freischalten kannst. Haben wir gerade schon einen freigeschaltet. Achso, da muss ich mal ganz kurz hier reingucken. Erst 1 und dann die 3. Zugmotor. Konfiguration anpassen. Drücken zum Bearbeiten. Nur mal kurz gucken. Hoch, mittel, niedrig. Aus. Längeneffekt, Zugmotor-Mods. Längeneffekt, Mindestlänge, Powerhook. Ah, die Verbindung zieht sich nicht weiter zusammen, wenn sie die Mindestlänge erreicht hat. Okay, die würde ich aber rauslassen. Impuls. Die Verbindung sendet einen starken Impuls aus, wenn sie sich auf die Mindestlänge zusammengezogen hat. Oh ja, das sieht gut aus. Impuls sieht gut aus. Die Verbindung reißt, wenn sie Mindestlänge erreicht hat. Oh, das ist aber auch praktisch. So, hier, guck. Mit dem Boot einsteigen. Da haben wir das Boot ins Wasser gezogen und die Verbindung reißt automatisch, man kann direkt losfahren. Auch cool. Und natürlich deaktivieren, zieht sich nicht weiter. Achso, das war das. Ich lass mal Impuls gerade, weil ist schön. So. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich die aktiviert habe. Ich bin noch ein bisschen unsicher. Und vor allen Dingen... Ja. So, ich weiß jetzt natürlich noch nicht genau, wo ich lang muss. Unico Verde, Unico Verde, hoch zur Pferde, So, Garland Kings neuer Star, der amerikanische Regisseurin Garland King hat ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst, triff dich mit ihr und hör, ich glaube, das war der Funkspruch in der letzten Folge, ne, in der ersten, nicht mal verfolgen, wir verfolgen das sowas von. So, und dazu müssen wir dorthin. Ich werde mich so auf die Fresse legen jetzt, ich muss das aber echt üben. Wobei, muss ich eigentlich gar nicht. Ist nur ein letzter Test. Aber generell, um das nochmal kurz zu erklären, ne, also ich würde diese langen Spiele würde ich, glaube ich, eher auf Streams verschieben, weil es ist halt einfach, das kann ja auch gar nicht, keiner mehr gucken in der Menge. Das kann einfach keiner mehr gucken. Und es, sind wir mal ehrlich, es guckt ja auch keiner. Man hat es ganz gut gesehen bei Red Dead oder bei Assassin's Creed. Kann mir normalerweise auch egal sein, also wäre mir normalerweise auch egal. Problem ist aber, es zieht halt durch die mangelnde Watchtime, zieht es halt komplett und normalerweise achte ich da nie drauf. Aber ich habe es jetzt so krass gemerkt, dass durch die Watchtime quasi der ganze Channel runtergezogen wird, weil YouTube leider so funktioniert mit dem Algorithmus. Weil YouTube denkt dann, oh, das interessiert wohl sowieso niemanden. Dann zeige ich den Channel mal gar nicht mehr an in der Timeline. Und das ist leider ein Problem. So, und weil ich es aber sowieso nicht schaffe, alles zu covern, von der Menge her schon. Ein Relikt zum Ruinieren, ja, ja. Ja, das machen wir gerade. Kann ich mal den hier, der geht zumindest schneller. Also wie gesagt, weil ich sowieso Luftbremse, weil ich es eh nicht mehr schaffe, mit allen Spielen, die so released werden. Ich bin bei Prospero Robotica. Du müsstest die Blaupausen an den Diagnosekonsolen auf dem Testgelände runterladen können. Ja, Moment. Können wir darüber noch mal reden? Moin Vögel! Hallo! Leckere Bratenten. Oh, da ist ein Helikopter. Geil! Den hat man schon lange nicht mehr. Und hier ist eine Seilbahn. Au, 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 au! So, haben wir hier wieder Bum Bum. Da haben wir noch Buggies. Oh, das ist ein Traum hier. Nicht zu lange, Espinosa Telekom, die einzige Firma auf dem
Aber die sind nicht böse, ne? Die sind, da steht zwar Nahkampfangriff, aber... Okay, wir müssen da hinten irgendwo rüber. Die sind dann böse wahrscheinlich. Ja, was soll's. Feindkontakt verloren. Wo sind diese Konsolen? Die Blaupausen für die einzelnen Drohnenmodelle müssten im jeweiligen Testbereich zu finden sein. Die Blaupausen für die... Wir haben einen Eindringling auf dem Gelände. Ja? Wen denn? Bestätigt. Eindringling auf dem Gelände. An alle Einheiten. Ziel angreifen. Oh. Okay. Da drüben müssen wir hin. Aber jetzt kommen natürlich erstmal alle hier rüber gescheißert. Ich muss natürlich erstmal gucken, was mache ich denn alles. Haben wir denn hier vielleicht, beschaffe die Drohnenpläne, ist einmal das, was wir haben. Dann mache ich das erstmal. Oh, das sind drei. Okay. Würde ich vielleicht erstmal hier gucken, wa? Oh, bleib mal locker. Diese Konsole an. Wo? Ach, da hinten. Wollte gerade zum anderen Quadrat. Feind befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Nicht schießen, bitte. Feindkontakt, verstanden. Feuer nach eigenem Ermessen. Verdammt. So, da war noch eine Drohne gerade. Sekunde, nicht schießen. Ich lade gerade runter. Wichtiger Download. YouPorn. Ja, diese Mistdinger haben ordentlich Wumms. Cool. Wo ist der andere Heli? Ach, du bist der andere Heli. Okay, das geht nicht. Ich muss mal ein bisschen rumprobieren, wenn wir die Drohnen am besten bändigen. Ich glaube, ich weiß es. Okay. So, ich lade eben schnell nochmal U-Born runter. Wichtiges Backup, falls mal verloren geht. Gegner hat Angriffe eingestellt. Haltet die Augen nach ihm offen. Ja, habe ich mal gemacht, die Angriffe eingestellt. Habe ich mal gemacht. So. Hab die Blaupausen für PR-17. Das war total schlau. Ich hätte mir vielleicht ein bisschen Zeit lassen sollen. Hui. So, dann düsen wir mal darüber. Oh. Okay, da ist ein so ein Ding auf dem Dach, aber das kriegen wir weg. Auf der Konsole müsstest du die PAS-Blaupausen finden können. Prinzipiell sehr intelligente Raketen. Okay, dann gucken wir mal. Wir haben einen Eindringling auf dem Gelände. Ach, seufz. Bestätigt. Eindringling auf dem Gelände. An alle Einheiten. Ziel angreifen. Luftunterstützung ist unterwegs. Ich kann hier nicht weg. Der bricht nicht ab. Intelligente Raketen. Ich merk's. Boah, hä? Was passiert hier gerade? Jetzt steh wieder auf, Mann, du alte Bulette. Jetzt geh mal in das Haus. Da ist nicht so viel Schuss. Fuck it. Was ist denn? Keine Ahnung, was da passiert ist.
Der steht doch da nicht so doof rum. Was denkst du, was passiert? Lade nach! Das wollte ich nicht. Hua! Uff. Ha! Ich hab doch gedrückt gehalten. Yeah, ich kann fliegen. Ich sammle mal ein bisschen Muni ein hier. Was brauchen wir die? Ich behalte mal unsere. Gegner hat Angriffe eingestellt. Haltet die Augen nach ihm offen. Gut, ich habe keine Ahnung, wo die Drohne geblieben ist. Ist mir gerade auch egal. Ich lade hier nochmal runter. So. Hier nochmal kurz auf E-Mule. Kennt noch jemand E-Mule? Die alte Torrent-Datenbank? So. Habt die Blaupausen. Geil. Waffe hole ich mir keine neue. Sag mal, das ist doch. Ich wollte mal was probieren. Okay, das Ding ist weg. Das sind doch bestimmt zwei und bestimmt wieder ein Dröhnchen, oder? Jedes Dröhnchen gibt ein Tönchen, wir wissen es doch. Ich glaube, in der Nische da ist eine Konsole. Ach, da wird gerade geübt mit Drohnen. Ja, in der Nische ist eine Konsole, richtig. Aber ich dachte, ich mach mal vorher hier klar Schiff, aber gut. So. Machen wir mal, mal gucken. Jetzt greift doch gleich wieder einer von hinten an. Zufällig kommt gleich einer hier runter. Oder da oben. Muss mich erst um die Dinger kümmern. Oh, die ist auch weg, alles klar. Das war's, ne? Was war das? Ich sehe euch gar nicht, ihr seid zu dunkel. Ich wollte euch nicht diskriminieren. So, let's go. Ich weiß nicht. Wachsam bleiben! Natürlich! So, 3 von 3 Drohnenpläne, das haben wir. Kino XTO runtergeladen. Die für die PR-83-Kampfdrohne. Das wären dann alle. Mist! Die Blaupausen sind völlig unverständlich. Müssen verschlüsselt sein. Ach so! Im Fabriksystem gibt's einen Kodierungsschlüssel. Ohne den sind die Blaupausen nutzlos, die du gefunden hast. Stöpsel mich ein. Ich markiere dir einen Zugangspunkt weiter unten auf dem Dach der Verwaltung. Cool. Ich will Dinge ausprobieren. Das klappt ja super. Zentrale, wir haben einen Eindringling auf dem Gelände. Tschüss. Feindkontakt, verstanden. Feuer nach eigenem Ermessen. Ah, der Herr Kranführer. Kann man den Kranhaken eigentlich? Was ist denn da schon wieder los? Manchmal muss eben ein Profi ran. Ich will rumprobieren. Entschuldigung. Ja, so mag ich das.
Gegner hat Angriffe eingestellt. Haltet die Augen nach ihm offen. Ja, so kann man es auch nennen. Okay, pass auf. Und dann würde ich gerne noch mal wissen, bei diesen Radartürmen, sind das noch die wichtigen oder sind das einfach irgendwelche Pillepalle-Radartürme? Hey, Freunde! Ne, klappt nicht. Doch, klappt. Ach, Träumchen. Ach, ja. Ach, das fand ich immer so großartig, so Bases auseinandernehmen. Und später, wenn man noch alle Waffen und alles hat und dann noch mit dem Helikopter, mit Knarre, Ich weiß schon, was ich an Just Cause echt vermisst habe. Das Chaos einfach, das unbeschreibliche Chaos. So. Das hier ist alles noch harmlos, wenn ich an Just Cause 3 denke. Später noch, als wir dann wirklich ausgerüstet waren. Okay. Wow. Heftig. Geht das? Man muss ja ausprobieren. Ach, wir haben gerade nur 2, ne? Ist das Ding schon im Arsch hier? Jetzt ist es im Arsch. So. Und war das nicht bei den Bases so, dass man die, dass man immer sehen konnte, zu wie viel Prozent man die fertig hat? Ich sollte nicht gedrückt halten. So. Ja. Bedoom. Na? Nichts. Das ist ein bisschen schade. Mit der Zeit kriegen wir auch mehr von den Dingern, also insofern. Jetzt ist es kaputt. Jetzt ist das Ding auch kaputt gegangen, automatisch. Alles klar, vorher nicht. Nur jetzt. Haben wir denn Chaos generiert dadurch ein bisschen? Ich glaube ja, der Chaosbalken steigt ein bisschen, ne? So viel war ja hier nicht zu machen. Hebe den Transmitter an. Wir sollten vielleicht auch mal weitermachen. Oh, schade. Na gut. Da ist so ein schöner Helikopter. Hebe den Transmitter an. We take you up where you belong. Ah. Das wird nicht treffen, oder? Schade. So. Ganz zärtlich landen wir hier mal. Batz! Okay, weißt du was? So hoch. Moin, Freunde! Izzy? Fahr den Transmitter hoch. Ich versuche, den Kodierungsschlüssel so schnell wie möglich zu finden. Nicht autorisierter Zugriff vom Haupttransmitter. Trennt die Verbindung um jeden Preis. Schickt jede einzelne Drohne los. Bringt den Turm zum Einstürzen. Sorgt dafür, dass der Transmitter nicht zerstört wird, Rico. Ja, da sagst du ja was. Shit. Ist die schon kaputt? Panzer im Anmarsch, Rico! Ein Panzer, natürlich! Du musst diese Drohnen vom Transmitter fernhalten. Der wird nicht ewig durchhalten. Status? Arbeite noch dran. Hab's first. Oh. Vielleicht. Alter. Feind befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Rico! Sag mal. Ich weiß, der Transmitter. Nein, wiederholen.
Okay, ja, waren auch viele. Und ich glaube, ich habe nicht unbedingt die beste Position da drüben. Nicht autorisierter Zugriff vom Haupttransmitter. Ah. Trennt die Verbindung um jeden Preis. Schickt jede einzelne Drohne los. Oh. Bringt den Turm zum Einstürzen. Gut. Sorgt dafür, dass der Transmitter nicht zerstört wird, Rico. Gut, vielleicht probiere ich es mal mit der Flak. Habe ich vorhin nicht gesehen. Cool, dass sie da ist. Schießt ihr nicht so weit, oder was? Wie praktisch, dass sie gerade hier ist. Panzeimanmarsch, Rico! Ja, Moment. Status? Arbeite noch dran. Hab's fast. Vielleicht. Die armen Vögel. Helikopter im Anflug. Begebe mich zum Einsatzgebiet. Kriegsschiff meldet Einsatzbereitschaft. Kriegsschiff? Du musst diese Drohnen vom Transmitter fernhalten. Der wird nicht ewig durchhalten. Pass auf, Rico! Ein Panzer ist auf dem Weg zu dir! Ja, Mann! Alter, willst du mich verarschen? Ich weiß, der Transmitter. Kein weiterer Kontakt. Alter, da krieg ich Analherpes hier gleich. Oh. Just Cause 4 has stopped working. Oh. Oh, das ist aber schön. DXDIAC to get data about this PC. Okay, start collecting information about the crash. Okay, cool, cool. Ja, dann, ja, bis gleich, glaube ich. Ja, Mensch. Ja, huch. Ja, dann bis gleich, Moment. Hallo, da sind wir wieder. Ja, da ist ja nach dem, nach dem kleinen unerfreulichen Break sind Dinge passiert. Plötzlich gab es ein 7 GB Update. Also, wie gesagt, es kann natürlich daran liegen, dass ich gerade die Preview-Version spiele von Just Cause. Ich weiß nicht, ob da gerade nachgeschoben wurde in eine neue Version oder ob da jetzt die Vollversion rauskam, das weiß ich nicht. Aber just in dem Moment, wo das Spiel abgeschmiert ist, hat Steam gerade mal ein 7 GB Update gemacht. Kann daran gelegen haben, ich weiß es nicht. Was allerdings auch noch in die Schwere fällt, mein mühsam erspielter Spielstand von 1,5 Stunden, die wir jetzt gespielt hatten, war einfach komplett weg. Wahrscheinlich inkompatibel mit der... Das ist ein Traum. Was war das denn jetzt gerade? Wo kommt der denn jetzt her? Also, wie gesagt, mein Spielstand war wahrscheinlich inkompatibel mit der alten Version. Deswegen habe ich jetzt einfach nochmal neu gespielt. Und zwar die Anfangsmission, nicht alles. Ich habe zum Beispiel das Geheimnis von Solis habe ich jetzt nicht gemacht. Oh, fahren können wir auch mit dem Kacker. Mit dem Kutter. Das Geheimnis von Solis habe ich jetzt mal nicht gemacht. Also da, wo man die Schlucht runter musste. Ich habe mal ein bisschen abgekürzt. Und ich bin jetzt bei dem G, wo wir ja eigentlich hin wollten. Ich weiß nicht mehr, wo ich vorher war. War das hier? Da waren auch so zwei Fässer. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich weiß einfach nicht mehr. Deswegen dachte ich, wir machen hier mal weiter, gucken uns das mal ein bisschen an. Das ist nicht, wo wir hin müssen. Hier wahrscheinlich. Neuer Star. Na, dann gucken wir mal. Übernimm die Kontrolle über den Fahrzeug. Blablabla. Kümmer dich drum. Hey, nüchtere mal Charlie aus. Er soll noch ein paar Seiten schreiben mit Fröschen. Was? Hey, da bist du ja, du Prachtbursche. Garland King, sicher kennst du mich. Nein, aber ich hörte, du kannst der Armee des Chaos helfen. Lass uns später drüber reden. Komm, gehen wir ein Stück. Rico. Ich liebe einfach alles an dir, Mann. Das Aussehen, der Swag, das Leder. Du bist ein Künstler, mein Freund. Der Da Vinci der Gewalt. Was? Deswegen will ich dich für diesen Film. Was? Ich verstehe nicht, was das Die Details klären wir dann später. Hey, siehst du diesen abgewrackten Rostkübel da? Der gespawnt ist. Der soll förmlich durchs Wasser schießen.
Weißt du, meine Stuntleute mögen zwar ordentlich was einstecken können, aber ihnen fehlt der künstlerische Touch, also hier. Nimm die hier. Und dann will ich das... Und dann... Details! Bring sie an dem alten Rostkübel an und schick das Baby in das große Trockendock im Jenseits. King, was soll das mit den Fröschen? Das hat nichts mit meiner Story zu tun. Hey! Einverstanden? Vermutlich könnte Perfekt. Ich... Wir schicken deinem Agenten eine Kopie des Vertrags. Du hast keinen Agenten. Wir besorgen dir einen. Wir werden es zusammen krachen lassen, Junge. Okay. Hey, Charlie, vergiss deine Story, okay? Weißt du, das ist altes Zeug. Wir werden etwas machen, das es noch nie zuvor gegeben hat. Oh Gott. Oh Gott. Vor allen Dingen, wir haben ja sonst nichts zu tun, weißt du? Das Land retten, die Leute aus der Unterdrückung und Armut und so, weißt du? Ist ja egal. Das ist ja Wurst. So, neuer Enterhaken. Enterhaken-Menü. Der Luftheber. Guck mal, wir haben jetzt momentan, den zweiten haben wir, glaube ich, auch noch nicht, den wir im vorherigen Spiel schon hatten. Wähle Konfiguration C. Konfiguration bearbeiten. Öffne die Schubrakete in der Druckspalte, wenn du F drückst. Ja. Dann hier Wechsel, niedrig, mittel, stark. Soll ja krachen. So, dann zurück. Gut, jetzt sind die Schubraketen ausgerüstet. Sehr gut. Drücken 1. So. Und hier auch nochmal. Und da auch nochmal. Aktiviere Schubraketen. Oh! Okay, startet die Triebwerke. Und Action! Loslassen. F. Ah, jetzt. Das war's. Der perfekte Shot. Steig ein. Steig auf Garland's Van. Okay. Leute, wir treffen uns am vereinbarten Ort. Ist das eine gute Idee, auf dem Van zu stehen? Jericho, sieht so aus, als wärst du mein Star und mein Leibwächter. Was? Hab ich da nicht auch noch ein Wörtchen mitzureden? Ich habe eine Menge teurer Ausrüstung im Van, also lass nicht zu, dass sie ihn uns wegschießen. Was? Na schön. Ich bin hierher gekommen, um meinen nächsten Film zu drehen. Mein Magnum Opus. Wirklich? Es sieht aus wie ein Paradies, aber überall, wo man hinkommt, wieso lade ich nicht nach? Und die kriegt man nur, wenn man zu Espinosa Telekom gehört. Ach. Und ich gehöre leider nicht zu Espinosa Telekom. Telekom? Was? Der Laden hier ist abgeschotteter als der Hinter einer Muschel. Einer Muschi? Ich liebe Solis. Oh, da fliegt jemand rum. Oh. Ich habe aus Versehen jemanden damit ausgestattet. Cool. Ich wünschte nur, ich hätte einen Kameramann im Wagen. Du leistest hier wirklich großartige Arbeit. Geht so. Es ist eine Berufung, Sachen in die Luft zu jagen. Die meisten Leute tun nur so und lassen die Abteilung für Spezialeffekte den Rest erledigen. Aber wir nicht, Rico. Wir sind aus dem gleichen Holz geschnitten. Wohin sind wir unterwegs? Ich bin auf dem Weg zum nächsten Dreh und du musst meinen Tod vortäuschen. Wir haben uns gerade erst kennengelernt und ich soll schon deinen Tod vortäuschen? Sei kein Spielverderber. Du hast es für heute doch fast geschafft. Nice. Nimm einen Van. Zieh die Aufmerksamkeit der schwarzen Hand auf dich. Mach ich. Verdammt. Schätze, ich sollte nach einem Außenposten der schwarzen Hand Ausschau halten. Lock sie weg und schrotte dann den Van. Sorg dafür, dass es aussieht, als wäre er durch eine riesige Explosion zerstört worden. So wollte ich immer abdrehen. Alles klar. Soll das ein Witz sein? Über meinen Tod mache ich keine Witze. Lass es dramatisch aussehen. Bombast! Gegner befindet sich in einem Landfahrzeug. Locke die schwarze Hand weg. Ich habe kein Nitro bei dem Ding, ne? Oh! Entschuldigung, Freunde, ich muss echt los. Boah, Alter. Die nehme ich ja gut in die Kneifzange. Ciao. Hält der Van? Das ist ein super Van. Kugelsichere Scheiben, kugelsichere alles, kugelsichere Rico. Hier ist alles kugelsicher. So.
Und jetzt wird der Van geschrottet? Zerstöre den Van. Ja, der ist kugelsicher. Das ist nicht so einfach. Da unten natürlich erst. Ziel wurde zuletzt auf dem Gelände gesichtet. Bereithalten. Wow, voll die Absicherung. Geil, Leute. Der hat Nitro. Brillant, Rico. Das wär's dann. Du hast heute wirklich allem deinen Rodriguez-Glanz verliehen. Darf ich die Schubraketen... Hör zu, Baby. Ich weiß, du hast viel zu tun. Komm vorbei, wenn du Zeit hast. Ich habe noch mehr Arbeit für dich. Und es lohnt sich natürlich. Meine Leute melden sich bei dir. Ciao. Scheiße. Was? Okay, das gehört ja nicht zum Spiel. Jemand hat gerade einen Sub verschenkt. Mann, ich habe die Alerts aus, aber ich habe den Ton noch. Okay. Hilfst du gar nicht in ihrer Crew, verdienst du dir damit Mordpunkte. Mordpunkte. Let's go, Ghostbusters. Let's go. Let's go. Alle nach. Okay, der ist tot. Ich will hier trotzdem aufräumen. Ich tu's für die Muni. Das ist ein Motorrad. Motorrad erfolgreich erschossen. Alter, ernsthaft? Hau ab! Hau ab! Schön! So, wer schießt denn hier noch? Juhu! Yeah! Woo! Okay, ich muss was probieren. Dieses Motorrad, ne? Fahren. Ja, Badabadu! Was? Kann den Gegner nicht sehen. Starte Suche. Da ist ja auch kein Gegner mehr. Zentrale, wir haben das Ziel verloren. Erbitte Befehle. Ziel ist wieder da. Hallo, wollten wir was probieren? Setze Verfolgung fort. Wir haben das Ziel verloren. Kampfbereitschaft aufgehoben. Wow, die Leute sind ja gut unterwegs. Okay, pass auf. Ich probier's hier nochmal mit dem Ding. Dann aber vielleicht nicht in Richtung Ozean. Das ist nicht ganz in der Mitte. Wir werden Probleme mit der Steuerung haben. Mit dem Auto müsst ihr mal probieren auch. Okay, let's go. Ich glaube, das Motorrad an sich ist aber auch schon schnell. Arschloch, wie fährt denn der? Ich fahre ja extra sorgfältig durch den Gegenverkehr, weißt du? Und der macht hier so ein... Muss ja auch nicht sein. Moin. Ich suche gerade einen Sportwagen. Hier waren so viele gerade. Hallo, Sportwagen? Haben wir ja einen sportlichen Wagen? Aua. Hier sind mir gerade 10 Sportwagen entgegengekommen und jetzt nichts mehr. Da hinten ist einer. Au. Boah, Arschloch. Ciao. Weil du ein Arsch bist. Oh ja, nice. Ja, so mag ich das. Steuerung mit Tastatur ist wieder sehr geil. Entschuldigung, Wendekreis. Wow. Wendekreis.
Entschuldigung. Der hüppelt manchmal. Wendekreis. Vertreten. Ja, warte. Okay, let's go. Ihr wisst, dass ich es tun muss, oder? Wow! Was zum Teufel? Was? Hilfe! Alter! Uff. Yeah, und nochmal. Alter. Ich bin ein UFO. Hilfe. Ich bin ein UFO. Alter. Willst du mich verarschen? Und nochmal. Ein UFO. Boah, wie geil ist das denn? Guck mal, das ist ein Flugzeug. Hilfe. Alter. Ja, ich weiß nicht, ob das so gedacht war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Alter Schwede. Ist das gut? Ist das eigentlich eine gute Sache? Hört das auch mal wieder auf? Oh, schön, die Radarschüssel. Ah, gut. Schlecht. Schlecht. Ich bin gerade noch ausgestiegen. Alter, wie gut war das denn bitte? Oh, wie cool. Jetzt ist mir ein bisschen schlecht. Ja. Warum kriege ich denn hier Damage? Tschüss. Oh, der Drohne geht's damit auf. Mögliche Feindaktivität. Suche läuft. Gegnerisches Ziel greift an. Zentrale, was sollen wir tun? Bestätigt. Eindringlinge auf dem Gelände. An alle Einheiten. Ziel angreifen. Ja, nice. Ich überlasse das der Drohne. Oh, die Drohne ist weg. Okay. Gut, ich hab mal den Granatenwerfer mitgenommen. Verdammt! Oh! Gut, die Teile fliegen etwas tief. Oh! Suche nach Feind beenden. Nehmt eure Patrouillen wieder auf. Was? Wer spricht denn da? War das der Schmetterling gerade? Autsch. Mögliche Bedrohung. Schau mir das mal an. Ah, ist nicht so gesund, hier oben zu sein, oder? Bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher. Wie komme ich denn jetzt wieder hier runter? Gut, das bringt ja, glaube ich, nichts mehr, ne? Nichts zu melden. Ja gut, wir haben das Ziel verloren. Kampfbereitschaft aufgehoben. Ja, hier gibt's nichts zu melden. Jetzt, also nichts Auffälliges soweit. Keine außergewöhnlichen Aktivitäten. Ganz normale Radaraktivität vorhanden. So. Wer spricht denn da? Ach so. Zentrale, haben Feindkontakte. Erbitte Befehle. Wir könnten hier was haben. Schauen wir das mal an. Ja.
Tschüss. Ja, ich frage mich. Bestätigt. Oh. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt wiederherstellen. Ja, hier ist ja was los. Voller Schrottplatz. Ludas Hobbykeller. Aua. Das Ziel ist verschwunden. Ja. Oh, pfff. Ich sehe nichts. Ich möchte gerne raus. Suche läuft. Oh, der Zeppelin. Geil. Oh, komm her. Zeppelin, komm her. Cherry! Ach, schade. Hier sieht es aber auch immer noch sehr stabil aus, ne? Irgendwie ist die Schüssel noch nicht ganz unten. Konnte nichts finden. Kehre auf meinen Posten zurück. Fallkontakt verloren. Neu formieren. Wir könnten hier was haben. Schau mir das mal an. Gut. Ich wollte jetzt auch nicht so rumeideln, natürlich. Achso, mit der 1. Ich wollte mit Tab gerade die Karte suchen. Was ist das denn? Tempo-Stunt? Aha, Wingsuit-Stunt. Kontrollbank der schwarzen Hand für die Überwachung. Den holen wir uns mal eben. Mal gucken. Nur mal so testweise. Wegpunkt. So. Der Kontrollpunkt ist da. Dann gehen wir doch da mal gerade hin. So. Keine Gegner gefunden. Bin jetzt auf dem Rückweg. Wir haben das Ziel ver... Mögliche Bedrohung. Schau mir das mal an. Pass auf! Pass auf! Haben wir den? Den haben wir. Zentrale, wir werden angegriffen. Bestätigt. Eindringling auf dem Gelände. An alle Einheiten. Ziel angreifen. Achso, Sturmgewehr, alles klar. Mach mal halb lang. Danke für die Muni. Nice. Abonniert meinen Channel. So. Danke für die Muni. Nice. So, ich glaube, das ist das Einzige da drüben noch, ne? Bin mir nicht sicher. Ich dachte eigentlich, wir haben es jetzt durch. Turm ist weg. Dinger sind weg. Danke für die Muni. Nochmal. Oh, da geht es. Zentrale, wir haben keinen Sichtkontakt mehr zum Feind. Sollte der Stützpunkt jetzt nicht ausgenockt sein oder ist das noch zu früh im Spiel? Eine Panzerfaust! Suche nach Feind beenden. Nehmt eure Patrouillen wieder auf. Alles klar, Panzerfaust für später. Also eigentlich war das Ding hier gegen die Wand gefahren. Also nicht gegen die Wand gefahren, sondern also kaputt gemacht. Also schon, also man muss es ja kaputt machen. So, Panzer, das ist ja Granatenwerfer. Granatenwerfer mag ich eigentlich lieber als Panzerfaust. Ich behalte aber die Panzerfaust einfach nur, um ein bisschen damit zu interagieren. Mit den Spielelementen. So, das war nice. Achso, ich drücke mal wieder. Achso, warte mal. Kann mir das hier vielleicht helfen? Pornoschlepper, eine Schrotflinte. Ah, okay. Wingsuit Stunt, okay. Ah, da kann ich jetzt überall gucken, wo es was gibt. Verstehe. Okay, die sehen immer noch sehr heile aus. Da fliege ich später mit dem Heli lang und baller die alle weg. Achso, oder auch nicht. Wir machen nur einen Test. Ich bin das noch nicht so gewohnt. Zeit zu sterben, ihr Mistkerl. Moin! Mögliche Bedrohung, schau mir das mal an. Mögliche Bedrohung, schau mir das mal an.
Moin! Cool, danke. Ich hab's geschafft, nicht wir. Aber gut. Konnte nichts finden. Kehre auf meinen Posten zurück. Feindkontakt verloren. Neu formieren. Langsam geht auch das hier. Wunderschön. Wunderschön. Ach so, Rennen machen. Komm. Gegen ihn hier. Ja, gewonnen. Okay, ich wollte erst mal gucken, wo ich jetzt hin muss. Entschuldigung. Mega sinnlos. Aber das ist halt das Spiel. So, was ist das hier? Sehr cool. Hier ist wieder G, die Prunkwinden. In dieser Szene geht es um schnelle Fahrzeug-Action und Emotionen, wie sie nur Garland King liefern kann. Ah, Emotionen. Sowas hatte ich auch mal. So, was ist hier? Nur von haben wir jetzt den Punkt eigentlich abgeschlossen hier? Die Befreiung in Vanai. Schließe Befreiung in Vanai ab. Können wir ja gleich mal probieren. Überwachungsluftschiff. Zerstöre das Überwachungsluftschiff. Das würde ich auch gerne machen. Ein einfaches Fischerdorf, das flussabwärts liegt. Okay, die Städtchen müssen wir auch noch befreien, ne? Woran sehe ich gerade nochmal, wo ich bin? Woran sehe ich das nochmal? Ah, hier unten bin ich. Ich bin ganz schön weit ab. Dieser Kontrollpunkt ist für die Überwachung der Fronta-Region verantwortlich. Aber haben wir jetzt den Kontrollpunkt hier eingenommen gerade? Ja, ne? Doch, haben wir. Also bin ich mir fast sicher. Ich teste das nochmal mit dem hier gerade. So. Verzeihung. Oh, nice. Oh, schön. Fährt sich sehr angenehm. Ho, ho, ho. Außer wenn er fliegt. Oh, ho, ho. Gut. Autos sind aber auch nicht fürs Fliegen gemacht, Kinder. Ich muss da hoch, ne? Ein Sportwagen ist kein Geländewagen. Das ist doch da, wo wir gerade waren. Du hast hier nichts zu suchen, Power. Hast du nichts für... Entschuldigung. Ernsthaft? Also ich würde gerne testen, wie man das Ding jetzt einnehmen kann. Das würde ich gerne irgendwie hinkriegen. Das ist seltsam. Na, ich probiere mal die. Mal gucken, was passiert. Ja, die ist auch okay. Moin! Ich bin der Inspektor. Wollen mal gucken, ob hier alles in Ordnung ist. Sieht soweit, ehrlich gesagt, die Bilanz sieht ein bisschen traurig aus. Auf dem Dach soweit alles okay. Aber hier liegt Muni. Vielen Dank. Haben die nicht gerade Luftunterstützung angefordert? Was denn? So, alles gut? Hä, wie kann das einer überlebt haben? Das hast du. Das hat. Ach, anderer Wagen. Wie gesagt, ich mach's gerade nur, weil ich gerne wüsste, wie ich jetzt das Ding hier einnehmen kann. Moin! Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Der begibt sich zum Einsatzgebiet. Der Heckenschützer hat ein paar Probleme. Und die da unten, glaube ich, auch.
Okay, pass auf, wir machen uns mal einen kleinen Späßchen, oder? Ja, das geht leider gerade nicht. Schade. Während ich hier hänge... Doch, jetzt geht's. Kleine Düse. Scheint aber nicht so viel zu bringen gerade. Okay. Was kann ich machen, während ich hier Ladefläche bediene? Füße hoch. Zieh die Haxen ein, Junge. Lass das nicht so baumeln. Das ist ungesund. Hier auch. Moin! Ah. Achtung, Ziel sitzt in einem Helikopter. Bestätigt, Feind jetzt in einem Heli. Das ist die Hupe. Nice! Darf ich mal deine Hupen drücken? Nice! Sichtkontakt zum Ziel verloren. Okay, die Frage ist natürlich, wo wollen wir hin? Das ist erstmal unsere Masterfrage. Wo wollen wir eigentlich hin? Wir haben jetzt einen Helikopter, damit können wir ja, damit steht uns die Welt, liegt uns zu Füßen quasi, steht uns zu Füßen. Kann es sein, dass wir erstmal hier nur, dass ich hier noch nichts machen, also das hier erstmal abschließen muss, dass wir sonst keine Häuser hier öffnen können sozusagen? Ich weiß, was das richtige Wort öffnen? Wahrscheinlich nicht. Ich guck mal hier vielleicht erstmal. In dieser Folge können wir das mal machen, ein einfaches Fischerdorf. Vielleicht soll ich auch mal einen Platz setzen, einen Weg setzen. So, ein Platz setzen. Ja, das ist jetzt nicht nett. Da ist die Wingsuit-Challenge. Jetzt wollen die mich hier mit Raketen runterholen. Sehe ich aber gerade noch nicht. Sichtkontakt verloren. Leite Suche ein. Habe ich mir gedacht. So, wir sind ja auch gleich da. Guck mal. Ganz ehrlich, Heli ist einfach die bequemste Art zu reisen. Ziel nicht in Sicht. Zentrale, hör bitte Befehle. In Just Cause 4. Was ist, ist das die Hauptanlage da? Ja, das ist diese Hauptanlage, ne? Befreiung, die Schwarzhand der Zivilisten eingezogen oder Bedrohung durch die Armee, hä? Befreie so viele Zivilisten wie möglich. Gut. Befreien ist jetzt nicht meine Stärke. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt wiederherstellen. Zurück auf eure Posten. Das Ziel ist verschwunden. Ah, Ladefläche zu, Ladefläche auf. Ah, alles klar, okay. W halten ist schwierig, wenn man W hält. Und hier, komischerweise, das andere Fluggefährt. Da muss ich Shift drücken, um zu beschleunigen. Hier muss ich W drücken, um zu beschleunigen. Was ist Shift? Hier. Okay, Shift ist hier aufsteigen. Seltsam. Warum ist die Steuerung da vertauscht? So. Ich lande mal ganz zärtlich, wa? So, habe ich ganz sorgsam gemacht, damit wir den Heli hinterher auch noch benutzen können. Muss ich denn keine Statuen mehr zerdeppern? Das hat immer so viel Spaß gemacht. So, auf Wiederhören. Was war hier nochmal? Ich muss hier irgendwas bewegen. Ich weiß auch noch nicht genau was. Wachikuni Kimsa Pakza. Was? Oh, lecker. Offenbar gibt es hier sehr viel Fleisch in diesem Dorf. So viele Leute gibt es ja gar nicht, wie es hier Fleisch gibt. Was ist denn das? Hä? Warum haben die hier. Warum haben die hier so Gold? Hä? Das wird doch längst geklaut. Oder verkauft zumindest. Bei Leuten hier geht's offenbar gut. Ich will mit dem Wingsuit gar nicht fliegen. Lass mich in Ruhe spielen. Ich möchte gerne wissen, was ich hier machen muss. Nein, ich will auch keinen Tempostunt machen. Ich hatte doch hier irgendwas Kimsa Pakza. 0 von 1 abgeschlossen. Aber was sind diese? Das ist der Tempostunt. Okay.
Okay. Gelang mit mehr als 80 km/h durch den Ring. Was haben wir hier? 0 von 3 abgeschlossen. In dieser verlassenen Fabrik gibt es noch alte Waffen. Und das sind diese Dinger hier. Wingsuit-Stunt, Motorrad-Stunt und noch irgendwas anderes. Okay, das finde ich jetzt... Das finde ich dann aber nicht so spannend, ehrlich gesagt. Ich guck mal hier, Überwachungsluft. Das würde ich gerne mal kurz sehen. Das würde ich mir gerne noch in dieser Folge zumindest das Luftschiff nochmal angucken. Zerstöre das Luftschiff. Ich würde es gerne fliegen. Irgendwo kam gerade Chaos dazu. So, warte mal. Wie sieht's aus? Luftschiff müsste da hinten sein. Okay. Hey, ja. Wow. Kimza Pagna. So, da hinten ist es. Ich weiß noch nicht genau, wie ich da hinkomme. Wir werden es sehen. Oh, zum Glück habe ich gerade falsch noch geöffnet. Da ist die Musik plötzlich weg, die wunderschöne. Ich dachte gerade, wow, wie schön, wie malerisch. So, mal ein bisschen durchs Gemüse schröten. Und jetzt mal gucken wir, wo ist denn... Da hinten auf dem anderen Berg. Kommt das jetzt hierher zurück? Das sieht sehr schwer aus für so ein Luftschiff, oder? Das kann doch dauern, oder? Guck mal, ob ich so da rankomme. Wahrscheinlich nicht. Okay, vielleicht doch. Oh, der Wind treibt mich leicht ab. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm her, du Luftschiff. Du Luftschiffiges. Ich trau mich nicht, den hier zu machen. Ah, auf. Ein Auftrieb. Uff. Nein. Nun. Das ist nicht so gut, weil ich gerade draufstehe selber. Ja, dann. Okay, Luftschiff. Ich soll es ja zerstören. Okay, damit fliege ich nach oben. Aber ich kann nicht vorwärts fliegen aus irgendeinem Grund. Warum? Und tschüss! Nein, 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 nein! Ich wollte es nicht mit Fallschirm verlassen. Ich wollte mit Space eigentlich was anderes probieren. Okay, gut. Also nochmal gucken. Rechts steht nicht die ganze Steuerung. Hä, ich kann es aber gar nicht steuern mit... Also auch nicht schwerfällig irgendwie. Jetzt, ah, hier mit Schiff wieder beschleunigen. Kann ich jetzt nicht irgendwo gegen Berg fliegen? Hier... Ich kann es halt nicht lenken. Alter, willst du mich verarschen? Oh, Mann, ey. Da steigt der einfach aus. Du Kackbuhn. So. Wir kriegen das schon hin. Ich meine, wir haben die Panzerfaust ja am Start, aber trotzdem würde ich es gerne irgendwo im Berg lenken.
So, nochmal. Ach, guck mal, ich muss nur geradeaus fliegen eigentlich. Ah, es dauert jetzt sehr lange. We take you up where you belong. Kann das sein, dass das Luftschiff seine Höhe automatisch anpasst und ich damit gar nicht landen kann? Ist das vielleicht möglich? Ich habe so das Gefühl. Toll. Sehr gut. Oh, jetzt fängt es schon an zu qualmen, aber wir haben ehrlich gesagt kaum noch was übrig. Wir könnten hier was haben. Schau mir das mal an. Gut, das war jetzt so eine Mini-Hindenburg. Zentrale, wir werden angegriffen. Hä, von wem denn? Von mir nicht. Die haben mich angegriffen. Boah, wer? Wer war das denn? Was mit dem Auto? Oh, das parkt jetzt an der Seite. Wir haben das Ziel verloren. Kampfbereitschaft aufgehoben. Kampfbereitschaftsphase 1. Voll Energie und fertig ist die Ramrod Infanterie. Ich weiß nicht genau, wer uns da gerade angegriffen hat, aber ich muss mal ganz kurz, also da muss ich mal... oh Gott, die Steuerung, oh Gott, uah. Warte. Mann, gibt's hier keine gerade Strecke irgendwo? So. Ach, guck mal, das Nummernschild, Avalanche. Alles klar? Ich merk das doch. Und eins oben, damit es nicht, damit es auf der Straße bleibt. Ich hoffe, das funktioniert. Gut, das hat nicht so geklappt. Oh Gott, was ist das denn? Okay. Entschuldigung, das habe ich mir anders vorgestellt. Pizza kommt! Au! Ich weiß nicht, lebt das Auto noch? Ist es noch irgendwo zu sehen? Ich muss das mit diesen Raketen, das muss ich unbedingt nochmal... Okay, komm. Ich weiß, die Folge ist vorbei. Aber ich muss es halt echt nochmal probieren. Da muss noch mehr gehen. Noch von da unten sieht er mich auch nicht. Kommt da der nächste Wagen? Hier Zentrale. Feind ist noch aktiv. Boah! Ihr Hustensöhne. Tschüss! Hui! Ciao! Rocket Man!
Ei, 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 ei. Sichtkontakt zum Ziel verloren. Zentrale hier. Finde den Gegner. Juhu! Ich finde das mit den Düsen voll geil. Und aus. Suche nach Feind beenden. Nehmt eure Patrouillen wieder auf. Das mit den Düsen finde ich so gut. Entschuldigung. So, Patrouillen. Ich sammle nochmal schnell Muni ein. Was treibst du da oben? Du hast doch nichts dagegen, oder? Moin! Zentrale, Feindkontakt. Ciao. Gegner befindet sich in einem Landfahrzeug. Boah, wieder spuckt einfach nur. Wow, geil. Sichtkontakt zum Ziel verloren. Zentrale hier. Finde den Gegner. Entschuldigung. Oh, da stand im Weg. Zurück auf eure Posten. Das Ziel ist verschwunden. Okay. Das muss doch irgendwie gehen. So, jetzt habe ich einen unten und zwei oben. Die müssten theoretisch... Nein! Nein! Das hat nicht funktioniert. Das könnte Probleme geben. Ah, die Palme hält mich auf, Gott sei Dank. Ja, hier wollte ich hin. Boah, Alter, Alter. Boah, oh Gott, ist mir schlecht. Das möchte ich bitte in VR haben, das Spiel. Ja. Was heißt hier ja? Ach, wegen VR. Boah, Alter. Moin. Entschuldigung! Okay, ich muss es probieren. Ich weiß, wir sind über der Zeit, aber ihr wisst, ich muss es probieren. Okay. Warte, warte. Ich muss einfach wissen, ob das geht. Ich mach diesmal nur zwei, ne? Abfahrt. So, warte. Okay, nein, 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 so habe ich mir das nicht gedacht. Das habe ich nicht so... Krabbenfischen. Baba Gump Shrimp. Baba Gump. Baba Gump Shrimp. Gut, das hat nicht so richtig funktioniert. Zentrale, haben Feindkontakte. Erbitte Befehle. Ich brauch das Ding. Ja, ja, gut. Was ist denn hier los? Ernsthaft? Wir schicken noch eine Truppe in eure Position. Was wollt ihr denn? Luftunterstützung ist unterwegs. Die alten Nuggets. So, oh, so können wir auch Chaos machen. Ganz billig. Oh, das ist unser Schiff, glaube ich. Oh, bei Schiffen sind sie aber ein bisschen allergisch, ne? Triebwerke
So kann man billig Chaos stiften. Helikopter, alles klar, wo ist der Helikopter im Einsatz? Helikopter im Einsatz, wir gehen uns zum Einsatzgebiet. Wer schießt denn da oben? Wir haben keinen Sichtkontakt mehr zum Feind. Wer schießt denn da oben? Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt wiederherstellen. Geht nicht, ne? Der ist gar nicht auf meiner Seite. Warte kurz, ich wurde geschossen. Ich wurde geschossen? Eigentlich soll ich gar nicht hierher. Boah, irgendwer hat mich gerade gesnippt. Ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Es macht einfach gar keinen Sinn. Was macht Spaß gerade? Verzeihung. So. Gut, dass ich gerade ausgestiegen bin. Hat's mich auch ein bisschen erwischt. Aber ehrlich gesagt, ich habe hier nichts zu verloren, weil dieser Kampf geht endlos. Das sind ja gerade die Fronten. Es macht keinen Sinn, dass wir hier sind. Es war nur schön, das mal mitzuerleben. Chaosstufe 2, was immer das heißt. Nicht nachlassen! Lasse nach! Achso. Uff. Sniper hier. Okay, pass auf. Ich mach mal Folgendes. Wir gehen mal in die nächste Folge und da würde ich mal vielleicht wieder was Richtiges machen, ja? Jetzt haben wir ein bisschen Chaos gemacht, ein paar Sachen ausprobiert. Macht auch Spaß. Eine Sache würde ich gerne noch ausprobieren mit dem Ding hier, vielleicht. Oh. Jetzt reicht's. Ich hau ab. Ciao. An alle Einheiten. Feind hat einen Panzer. Ich wiederhole, Feind hat einen Panzer. Boah, ja, Mann. Ja, Mann. Nein. Was macht denn der hier? Hallo? So, eigentlich möchte ich hier gerne weg. Na jetzt aber. Ich hoffe, das geht. Ich hoffe, ich komme noch durch.
das wären unsere, weil war so ein bunter Wagen. So, ich gehe nochmal ganz kurz auf die Gefahrenzone. Zerstöre das Luftschiff? Das haben wir doch gemacht. Hä? Wir nehmen dich zum Einsatzgebiet. Nein. Alles klar, das. Alter, geil! Check mal meine Stunts aus. Haben wir es dann doch mal geschafft, ja? Haben wir genug Scheiße gebaut, dass wir wirklich mal gestorben sind. Nice. Okay, jetzt aber vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge probieren wir was Vernünftiges aus. Mal gucken. Ja. Ist dann auch die letzte Folge. Ich muss mich wirklich zusammenreißen. 3 Folgen maximal. Muss ich mich zusammenreißen, obwohl es halt echt Spaß macht. Aber ich weiß, ich werde sonst alles nicht schaffen. Und ich will auch nicht dauernd alles abbrechen. Das wäre auch irgendwie blöd. So, jetzt aber vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Dann machen wir was Richtiges.